Nachdem wir in der letzten Folge den guten alten Spasten gefunden haben. Bist du stolz darauf, was du gerade machst? Werden wir in dieser Folge Zeig mir den Weg bestreiten. Hey! Warum sind die nicht davon gestorben? I'm a cybernetic organism, living tissue over metal endoskeleton. Ich meine, ich hab die ja sogar noch angehittet. Naja, mein Moped ist so langsam, ich weiß nicht, warum es ja, so langsam ist. Bei mir auch. Ist als sei ich auf dem Bremshebel eingepennt. Auf Handbremse. Und das in einer Zeit, wo Motorräder weit über 200 PS haben. Der ist Atlante. Antares. Ich kann nicht lesen. Sprachen lernen. Antares. Atlantisch. Der ist Atlantis. Ich habe Atlantis gefunden. Willkommen in Atlantis. Ich steck fest. Mein Hinterrad hängt so. Ah, Hilfe. Oh, lol. Ich bin abgeschnitten. Durch die Angst. In euren Augen, ja, ich sehe das. Soll ich auch? Hermann ist auch mal Schluss. Gibt es hier irgendjemand von euch, der mir Informationen geben will? Wolltest du nicht? Okay. Ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Hallo. Komm, noch 10 Zentimeter wieder. Ich suche nach dem Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums. Ich suche nach dem Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums beim Good Hope Mountain. Ich suche den Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums beim Good Hope Mountain. Ich versuche Ach, dann ist das vielleicht in Ordnung. Kontrollzentrums zu finden. Den ich hier ausschalten nicht muss. Der Tennis fragen muss man. Sehe ich aus, als wollte ich Tennis spielen? Oh! Guck dir mal den Controller hier an. Ja, was ist damit? Der sieht so, der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem neuen PlayStation Controller. Welcome to PlayStation 5. Achso. Oh. Die habe ich markiert. Und der Alex, das war's, wa? Nee, bin ich dumm? Hier! Hier ist der Pool, hier ist der Tennisplatz. Kleiner Tipp, das ist aber auch kein Tennisplatz, der dort ist. Das ist ein Fußballplatz, aber egal. Und das hilft den Betroffenen eben, schnell wieder Hoffnung zu schöpfen. Ich bin professioneller Fluchtwagenfahrer. Es geht? Was? Oh, 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 fuck, fuck, ja, Problem. Tschüss. Nein. Du weißt gar nicht, wie viel Glück du hast. Viele Menschen kommen nicht mal in die Nähe ihrer Belastungsgrenze. Hab ich. 20.000 für diesen Kopf. 20.000 für den Kopf. Ich bin reich. Ja, alles super. Alles Scheiße. Fritz Scheiß. Es ist zu wild. Junge! Ja, ne? Alter! Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du schnell. Er ist Deutschlands schlimmster Raser. Sein Name ist... Anton! Oh Gott! Ich bin durch. Ja, jetzt kann ich im Zirkus auftreten, ne? Ja. Oh ja! Feind in Sicht! Hab sie. Ja, guck mich an. Ich rutsch die Rutsche runter. Oh. Da habe ich schon beim Zugucken den Überblick verloren. Was war denn das jetzt genau? Ja, das ist es. Hier sind so viele Bäume. Ich versuche mein Moped hier aus der Tür rauszukriegen. Das war's mit meinem Moped, es brennt. Ja, mein steckt in der Tür drin. Sogar das Essen kommt bis an die Tür. Ich finde es auch klasse, dass hier eine Kiste mit Scale Credits unter einem Apfelbaum liegt. Ich wohne an der Sirius. Oh, das ist genau der Gegner da drin. Hä, willst du mich verarschen? Wunderlage Sirius. Ich wollte gerade da entspannt reinfahren. Lebt im Süden von Antares, nahe der Wohnanlage Riegel. Ja, dann wahrscheinlich hier unten, ne? Die fette Mansion. Der Feind ist abgehauen! Der Wohnanlage Sirius, warum? Der Feind ist abgehauen! Sind Sie hier, um mich zurück zu Miss Herzog zu bringen? Ich war brav, ganz brav. Fuck.
Das ergibt doch keinen Sinn. Bequem? Geht es um die Hintertür? Es geht nicht um dein kleines Computerprojekt. Sagen Sie einfach, was Sie wollen! Es geht um dich. Nein, nein, nein! So, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aber wie viel musste ich denn bitte dem gönnen? Gönn nochmal! Was ist das? Es gibt ja diese Transportdrohnen. Und die eine Transportdrohne ist hier gerade gegen so einen dieser Pflanzenteile gegen geflogen und explodiert. Ist er schon abgehauen? Nee, der ist aber hin und her über den Konferenztisch gesprungen. Why are you running? Why are you running? Alex? Ja? Wo steht der bei dir gerade? Be happy. Zuerst müssen Sie das optische Kabel im Nebengebäude durchtrennen. Dann müssen Sie eine neue ID erstellen, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Danach müssen Sie die Antenne auf dem Dach hacken, um Ihre neue ID an die Server im Gefängnis zu schicken. Dann, und nur dann, können Sie das Gefängnis betreten. Danke und bis bald.